Da sind wir wieder. Da. Guten Tag. So, wir suchen jetzt das Skarnland auf. Heißt das Skarnland? Skarnland? Skarnland, ne? Skarnland? Ich bin mir auch immer nicht so sicher. Skarnland, glaube ich. Skarnland, ne? Schreibt mal im Chat hier unten, wie das heißt. Und ich habe mich gerade verlaufen. Skarn? Oder wenn ihr es wisst. Ja, achso, ja. Das war falsch. Komm, mit Schrägstrich kannst du immer Befehle schreiben. Das ist so ein bisschen tricky. Maka, wie lange machen die Affen denn Werbung? Fand ich bis jetzt den geilsten Satz im Chat. Sehr gefreut. So, jetzt bin ich auch hier gemutet. Von In Rage oder In Rage. Bei dir? Mhm. Ich guck hier in den Chat. So, wir suchen jetzt das Skarnland auf, denn Hauke hat ja letztens auch weitergebastelt da. Er hat seine Druidenhütte. Kann Hauke gut basteln? Da wollen wir mal gucken. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube auch nicht. Aber wir gucken uns das mal an. Aber da müssen wir erstmal. PEX User Bucket FAQ. So, wer hier? Einer muss mir mal den Weg zeigen. Ich habe mich verlaufen. Hier, er macht das. Goethes Fist. Los, Goethes Fist. Zeig uns mal. Zeig uns mal den Weg, wenn du weißt, wie es geht. Wir laufen jetzt hinterher. Genau. Du kriegst dafür Goethes auch. Fist. Hier. Nee, geht nicht. Okay, er weiß es nicht, oder was? Weiß er nicht? Weil er hat kurz im Kopf geschüttelt, glaube ich. Er weiß aber es. Aber vielleicht. Warte nochmal auf Goethes Fist. Vielleicht. Hat er nicht? Vielleicht guckt doch gar nicht zu. Ja, es ist ja immer ein bisschen ja Delay sein. Drin. Deswegen. Er überlegt. Ja. Er läuft los. Okay. Hinterher. Nee, da er waren läuft wir schon. Im Kreis. Ja, nee. Okay, er springt die ganze Zeit. Der Typ, der die ganze Zeit springt, weiß es doch. Irgendwas mit Boy. Keine Ahnung. Fuck, wo ist das? Zwei Ben. Ben. Ich glaube, wir sitzen gerade alle an der gleichen Situation. Okay. Portalcenter? Nee, oder? So, ihr seid mal alle dahin. Komm. Gruppenzwang. Komm, hier ist Tupac. Wir laufen jetzt Frettchen hinterher. Komm. Hier sind wir wieder im Timelapse. Die müssen ja alle irgendwo reinlaufen. Ja, die wissen das, glaube ich, selber nicht, oder? Die wissen das. Da? Hier ist der Spaßpark. Hier wollen wir nicht hin. Na. Leute, so, Roman? Wo ist denn Roman? Der nett, ich hoffe nicht, darf ich sagen. Er heißt Romrik. Hol mich ab, da ist er. Guck, er hat sogar hier einen Banner. Attacke. Okay, dann komm, wir gehen los mit hinter dir her. Wir müssen nicht viel laufen. Ich hätte mir das alles schon gezeigt, aber jetzt sieht es auf einmal im Dunkeln sieht's wieder komplett anders aus. Kennt man ja auch beim Autofahren. Im Hellen findet es überall hin, aber im Dunkeln verfährt man sich immer gern. Wie im echten Leben, ne? Ja. In diesem. Guck, hier gibt's immer die. Minecraft-Land. Hat das einen Namen, Minecraft-Land? Nö, das nee, ist ne? einfach. Okay. Immer nur, ne? Das immer ein Land. So, jetzt sind. Ach, guck mal hier, Skarn. Skarnland hier. Schön. Okay, rein da. Wir gucken uns nochmal das von letzter Woche an. Das Dorf ist nämlich fertig, wenn ich hier keine Köpfe mehr sehe. Warst letzte Woche auch schon am Start hier, ne? Nee, ich hab's immer nochmal recherchiert. Ah, sehr gut. Nee, jetzt bin ich falsch. Tut mir leid. Hallo? Hier? Ja. Alter! Okay. Ich habe mir hier das Skarnland ein bisschen grüner vorgestellt. Ja, es gibt ja verschiedene Ecken und sowas. Das ist ja eine richtige, riesige Insel. Ja. Es gibt auch grüne Ecken, die zeige ich dir auch gleich. Da hab ich schon mal ein bisschen reingeluschert. Weil so Schweden und Skandinavien ist ja eher ein bisschen grüner, ne? Aber auch lange so, ne? Ja? Ich glaube, da liegt doch lange Schnee. Ach so, das ist ein bisschen Schnee dunkler. Alles überall. Okay. Hier unten laufen NPCs rum, die sind aber nur so da. Auf jeden Fall sehr, sehr geil, was sie hier gebastelt haben. Das finde ich schon krass. Das ist hier die, ja. Wo gibt's denn das Ting? Zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das hier ist. Mal gucken, da wird einer geköpft. Oder gehängt, besser gesagt. Da haben sie sich echt schon Mühe gegeben. Hier gibt's auch irgendwo eine Apparatur. So ein Schutzmechanismus. Da gehen die Türen hier zu und dann kommt hier Lava raus. Ach, echt geil. Das, wenn hier und die Lava kommt dann nicht. Ja, hier vorne nicht irgendwo. Da durch. Ich weiß nicht, ob das, ob die mich da getrollt haben oder so, aber das vorhin hat es funktioniert noch. Cool. Da oben ein Bogenschütze. Und da läuft jetzt alles voll, oder was? Da läuft das da vorne von keiner mehr durch, ja. Muss man sich halt hochbauen. Aber sehr schick, ne? Das ist schon geil, ey. Ich bin mal gespannt, wenn es fertig ist. Dann sieht's alles. So, sie fragen hier im Chat, wo ist Haukes Garage? Ja, Haukes Garage ist hier hinten. Wir fliegen hier nochmal so rüber ein bisschen. Können ein bisschen ranzoomen. Oha. Kommt da nicht so gut mit klar. So, das ist Haukes Garage hier. Da hat Hauke sich richtig Mühe gegeben. Das war's.
Wie so ein kleiner. Das ist Sauges Garage. Wie so ein Sex-Kellner. Was die Leute unbedingt sehen wollten. Ja. Enttäuschend, ja. Fand ich auch. Aber hier steht zum Beispiel Anregung für Hauke das nächste Mal. Ja, ein bisschen schöner das machen vielleicht. Kräuterkundiger und Druide. Ja, einfach mal sich mehr Mühe geben. Wir würden schon reichen. Ja, das ist doch nicht Zeit gehabt. Aber das sieht auf jeden Fall so aus, als hätte er sehr wenig Zeit gehabt. Ja, mehr kann man nicht hierzu sagen, ne? Ist halt versucht, teilgenommen. Nennt man es auch in der Schule. Hier ist alles noch voller Dreck und so, also da muss Gunnar sag ich schon, da muss Hauke muss noch Hauke mal ran, auf jeden muss er noch Fall, mal ran. Ne? Bei ihm zu Hause auch sehr viel Dreck immer. Ach deswegen. Ja. Na, das spürt er sich gleich wohl. Hier. Alles klar. Auf jeden Fall ja, hier der Brunnen, ne? Und kann man da rein? Ups, Gemüse. Ist da irgendwas drin noch? Ich glaube nicht. Frosch oder so, nee, ist nichts. Nee, leider nicht, aber doch Gold, guck mal. Oder ist er immer reingeschwommen? Haben die Gold versteckt im Brunnen. Der kommt da. Ach doch, man kann ja fliegen. Jetzt wird er jetzt da drin ertrinken. Komm, hier wird es auch schon ein bisschen grüner. Ist halt hier oben auf dem Berg, ne? Ach, alles schön noch voller Schnee. So, aber da kommt später bestimmt noch irgendwas rein. Hier ist die Grenze mit der grünen Wolle. Klingt fair, Gunnar. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr nett. Und das ist ja echt geil. Haben sie echt schön gemacht. Jetzt kommen wir nämlich zu der neuen Sache. Es gibt noch was Neues, René? Genau, was Neues hier. Jetzt haben sie es angemacht, siehst du? Oh, cool. Jetzt kommen die Bösewicht nicht mehr rein. Und du kannst auch nicht durch. Nö. Da ist die Tür. Naja. Wenn man es überlebt bis dahin. Witzig. Haben sie super. So, jetzt gehen wir hier weiter, da wo es heute auch gebastelt wird. Wo weil die Leute die? Haben sich schon beschwert. Wird heute gebastelt? Es wird gebastelt, oh, ja. Oh, geil. Zwar bin ich nicht der Beste im Basteln, aber ich gucke gern zu. So wie bei der Arbeit. So wie ich jetzt auch, ich gucke bei Videospielen auch gerne zu. Ja, ne? Außer aber Fallout, ne? Da will ich mal spiel ich mal. Ja, Fallout ist echt super. Ich gucke meinen Mitbewohner bald mal bei Fallout zu. Und ich reg mich jedes Mal immer auf, weil er die geilen Sachen immer liegen lässt und an allen Truhen vorbeigeht. Und ich denke, ey, du musst alles durchsuchen. Reg mich immer auf. Guck mal, Gunnar. Der Hauke hat hier alles verändert. Die ganzen Tastenbelegungen kommen gar nicht mit klar. Was heißt Spawn? Du wirst immer in die Lobby quasi. Ja, ich will jetzt zum Portal. Jetzt bin ich komplett woanders. Hier wollte ich nicht hin. Vielleicht sieht das jetzt gerade der Romnik und tippt Spawn. Mich. Ups. Gibt's nicht ins Spiel? Nee, Swarm heißt das. Guck mal, hier ist auch schön. Da guckst du ein halbes Gehirn raus. Da. Oh ja, ein Zombie. So witzig. Da hab ich abgebrochen. Ich muss jetzt wieder zurück. Ich bin hier leider jetzt woanders. So. Dann müssen wir hier. Nee. Da wieder hier schreibt jemand, im God-Mode ist es absolut fake, alles, was wir hier machen. Ja. Ich weiß, das hab ich nur vorgelesen. Jetzt muss Romnik mir wieder helfen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich werde schon wieder irgendwo hin teleportiert. Und der erste, der sich am besten auskennt hier, oder was? In der ja, Welt? Er ist gerade hier jemand, der auch Rechte hat. Er ist so der Chef, ne? Kann ja, guck mal, er ist gerade nicht da. Spaßpark. Achso, ich war schon wieder falsch. Tut mir leid. Der Spaßpark, nee, den haben wir doch eben schon gesehen. Ja, ich war vorhin, als ich durchgegangen bin, war ich woanders, oder nicht? Die sind da doch nicht durchgegangen, oder? Doch, hier bin ich durchgegangen. Projekt Spaßpark. Nee, das ist es nicht. Ach, guck mal hier. Ja, danke schön. Nee. Wo bin ich jetzt wieder rausgekommen? Dankeschön. Was jetzt? Nee, jetzt bin ich wieder im Spaßpark. Ah, siehst du? Wie, die hauen dich da jetzt einfach hin, oder was? Nee, das hab ich gemacht. Telefoniert mit der Maus. Zu Romrik, alles klar. Nein, das stimmt Roman. Nicht. Trülsche, nee. Wir wollen nämlich hier rein. Und hier wird heute weitergebaut. Was ihr bauen sollt und wie ihr bauen sollt, das ach, steht... Ach, ist da richtig Regeln, oder was? Das ist ja... Naja, Regeln... Es gibt halt so, wie es aussehen sollte, aber die Leute können kreativ natürlich ihre eigene Note reinbringen. Das aber wenn es scheiße ist, reißen wir alles wieder ab. Ja, aber dann auf R. Erst loben, dann abreißen. Nein, das machen wir natürlich nicht. Das macht nämlich der Romnik, nicht ich. Der reißt alles ab. Guck mal, kann man auch Items drehen, wenn man Langeweile hat. Aber das soll, so soll's oder mit dem... Mach nochmal! Kann man drehen? Nein, Gott. mit den Baumaterialien sollte das hier denn hier aussehen. Das ist der Hafen, wo nur Frauen wohnen. Oh. Ja. Darf kein Mann rein. Darf man schon mal rein? Da rein darf man mal, ne? Mhm. Kurz. Ja, mal gucken. Ich glaube, Minecraft-Figuren sind eh geschlechtslos. Von daher sind wir ja, alle. Ja, dann bau doch mal ein Schiff oder so. Ja, bau doch mal ein Schiff oder so. Ach, du nicht. So Schiffe eine Galeere. Das ist halt geil. So eine Sache. Guck mal, hier sind die Leute schon auch richtig am Basteln. Guck mal, er baut da schon so was. So, was wir jetzt tun können. Natürlich hier einen Hafen. Na, denke ich mal.
Doch. Ja, wir wollen ja einen Hafen bauen. So. Dann brauchen wir und, ja, genau. Das ist dieses gebogene Schiff. So eine schöne Galeere wäre geil. Mit diesen eckigen, dreieckigen Segeln. Ist es das? Oder ja, mit diesem, mit so einem Wikingerschiff. Ach so, ja, okay, Wikingerschiffe. Ich war gerade in Ägypten. Die hatten die dreieckigen Segel, glaube ich. Aber es passt natürlich nicht rein. Die haben Pyramiden. Auch, ja. Die haben aber auch, die haben Geschiffe gehabt. Stimmt, die haben, ja, kenne ich von Asterix. Da weiß ich, auf jeden Fall so ein Schiff mit so einer schönen Galeonsfigur. Ja, so vorne so eine. Das wäre geil. Irgendwie so eine Meerjungfrau. Ja. Vielleicht hier so hin, dass... Oder so Hauke vorne drin drauf. Hauke mit Brüsten. Hauke mit Brüsten vorne drauf. Was ist das denn da? Das ist ein... Tintenfisch? ein Tintenfisch. Tintenfisch, ja. Die kann man züchten hier. Das dann ist kann ja man witzig. Die ernten. Ist er weg. Genau, ihr könnt ja mal nett bauen. Weißt du was? Und ich hab mittlerweile recht im Teamspeak bekommen. Und werde dann mal die ersten Leute hochziehen. Mal gucken, was da bin ich so aber können. Gespannt. Und da hinten wird schon ordentlich ein Schiff gebaut. Bauen die zwei Schiffe parallel? Nee. Wo denn? Nee. Ist das, bauen die da kein Schiff? In der Luft? Das da? Was wird das? Das ist, glaube ich, so ein. Vielleicht so ein Turm oder sowas, wo die Leute dann die ganzen Waren hochziehen können. Ich glaube, hier ein Handelsposten. Gab's sowas früher schon? Ja. Echt? Zu der Wikingerzeit? Ja. Nee, weiß ich nicht. Wie viele brauchst du? Ich weiß es gar nicht. Wie viele brauchst du? Eins, oder? Was hier ankert? Was steht denn da auf dem Zettel da? Da steht. Handelssteg. Ich sing euch auch gleich auch was für vor. Männer. Da können sie mal ein Boot hinbauen. Guck mal, da gucken die ganze Zeit zu. Ja, oder wir bauen das einfach gleich, wenn die das nicht wollen. Doch, das machen die schon gleich. Meinst du? Ich guck mal hier. Ich glaube, das können sie gar nicht. Nee, ne? Und wenn, dann sieht es ganz schlecht aus. Mal gucken, was daraus wird. Ein bisschen Ansporn. Den sie bitte gar nicht. Der Superman hier. Du kannst immer so lange lenken. Der Janitory. Du sollst ein Schiff bauen, da Dittler. Heißt der Dittler? Ja. Ich drehe mich jetzt weg von ihm. Hier. So, wo haben wir denn die ganzen Leute? Hauen wir ihn denn hier? Komm her, du. Guck mal, spielt welche Arma 3, aber das passt nicht, ne? Zeig doch mal bitte das Rocket Castle. Natürlich nicht. Das Rocket. Nee, das können wir noch nicht zeigen. Dann seht ihr da, wo man langlaufen muss. Ich war schon mal. Ich war schon mal. Alleine rum. Geht gar nicht. Mist. Guck, wollen wir mal den Roman. Ne, den holen wir uns zum Schluss. Guck mal, da ist einer. Ich glaube, da hinten bauen sie jetzt ein Schiff. Ich zieh den einfach mal hoch. Da will ich hin. Warte. Ich zieh jetzt einen hoch. So, warte mal. Oh, schön. Da wird ein Schiff gebaut, glaube ich, oder? Dann gucken wir mal, den hört. Der einzelne Kämpfer hier. Das ist hier. Der fängt an. One Piece-Typ. Mark Riso. Hallo? Kann man mich hören? Den finde ich gut. Der baut hier ein Schiff. Bin ich im Bild? Hallo? Der baut der überhaupt ein Schiff? Fanatiker? Heißt er so. Guten Tag. Ich höre den nicht. Ich habe dich jetzt einfach hochgezogen. Ich weiß nicht, wo die ganzen Leute sind, die Talente haben. Hast du ein Talent? Zufällig. Das ist ein bisschen wie Stille. Wir so reden. Hast du ein Talent zufällig? Irgendwas Cooles, was du uns vorführen kannst? Mit deiner Stimme? Oder mit deiner Spontan... Nee, gar nichts. Das war ja schnell dann. Ja, dann zieh ich dich wieder runter. Hört ihr den denn auch jetzt? Ich höre nämlich niemanden. Nö, er kann nichts, hat er gesagt. Dann frech. Frech, ne? Nö, dann halt nicht. So, wer irgendjemand denn Talent hat, kann man hier in den Event-Channel kommen, oder? Ja, oder mal anfangen, ein Schiff zu bauen. Oh, was immer noch nicht. Guck mal, schmeiß er mit Schneebällen, du. Oder was ist da hinten? Was wird da? Guck mal, da hinten? Nee. Ich glaube, das wird so ein Ausguck, oder? Ich meine, da jetzt, ich habe eben so gemacht, dann war da hinten, hier irgendwo was. Achso, warte mal, ich fliege ein bisschen näher ran. Nee, das ist gar nichts. Nee, ist nix. Das ist tote Hose, du. Oh. Wir sind alle talentbefreit. Das merkt man. Aber guck mal da bauen sie, die bauen echt so einen Kran. Ich glaube, da musst du mal recherchieren. Kannst du dich Kräne mal gucken, Wikinger, ja. Ob man in der Jahreszeit schon Kräne hatte? Wikinger-Kran. Ich glaube nämlich nicht, oder waren die schon so hochentwickelt, die Jungs? Ich gleich mal. Wikinger Kron. Guck mal, da baut einer. Wikinger. Der erste Block für das Schiff ist schon gesetzt. Ist das jetzt wirklich ein Schiff? Xmo, der macht das. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt keinen Wikinger-Kran. Was ist bitte schön Talent? Oder hatten die Wikinger so einen Kran? Nee, den haben die nicht. Der hat Räder. Der ist mobilisiert. Ich glaube, es gibt eine Wikinger Firma. Wikinger ist eine Firma wahrscheinlich. Die macht so Spielzeugkräne. Die Wikinger heißt wahrscheinlich, ne? Ja, gut. Gab's nicht, leider. Gibt's leider nicht. Dann dürft ihr doch keinen Kran hinbauen. Den muss ich jetzt leider abreißen. Vielleicht wird's auch ein Sprungbrett. Vielleicht hatten die ja schon so hochentwickelten Sport. Ja, das ist ein Sprungbrett auf jeden Fall. Dann gucken wir da mal gleich ein bisschen zu. Und ich
habe hier jemanden, den ziehe ich kurz mal hoch. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Guten Tag. No more. Hallo. Gestreckt. Ich höre niemanden. Spielst du gerade mit oder guckst du nur zu? Sehr gut. Spielt die mit, der mit? Die spielt mit. Die spielt mit. Sie weiß nicht, was sie machen soll, obwohl wir schon tausendmal gesagt haben. Hm. Also kann sie mal mitbauen jetzt da? Wo ist sie denn jetzt? Kein Schiffbauer. Was kannst du denn? Wo liegen deine Talente denn in Minecraft bauen? Hast du... Das kann ja jeder da. Das geht leider nicht. Mein Headset dann doppelt hören, weil du zwei Headsets aufhast. Ach so, ja, das ist... Ja, das geht natürlich nicht. Dann musst du dein anderes Headset abnehmen. Aber dann hört man dich wieder... Oh, ist das schwierig, ne? Schwierig. Ja, das klappt. Wir haben gerade technische Probleme. Man hört mich doppelt. Ja, machen wir eine Werbung. Gucken wir einfach nochmal. Das... Ja. Wie war denn das eigentlich? Du hast Budi wirklich betrunken getroffen, oder was? Das hat mich auch nochmal interessiert, die Geschichte. Ach, guck mal hier hin. Alter, das ist ja ein Schiff! Also, ich sag kurz mal hier, wir reden nach der Pause. So, ich nehme Headset ab, man hört mich doppelt, hab ich gehört. So, ja, ich war auf dem Kiez, so wie man das halt macht in Hamburg, ne? Da schlendert man so rum und dann steht auf einmal Budi mit allen Leuten auf der Straße. Das war bei unserer Weihnachtsfeier, ne? Kann gut sein, ja. Es muss zu letztes der Jahr? Zeit. Ja, genau. Das war zu der Zeit ungefähr. Und dann habe ich zu Budi einfach gesagt, weil ich es irgendwann mal gehört hatte in den Almost Daily oder wo auch immer, dass er schon immer mal so ein Minecraft-Projekt machen wollte. So diese Ausmaße wie Takeshis Castle. Ja. Und da ich in Minecraft ja auch durch YouTube mich da reingelesen habe und auch schon ein bisschen mich mit Minecraft auseinandergesetzt habe, sind wir dann so ins Gespräch gekommen. Er hat gleich das kompetente Fachgespräch gesucht und hat mich dann gefragt, wie man das dann alles hinkriegen kann. Da habe ich gesagt, ja, schaffen wir schon alles. Ruf mir einfach mal an, wenn du Bock hast. Und dann hat er sich nach drei Monaten ganz beschämt angerufen. Ja, das macht er dann immer so, oh ja, schau, ich hatte keine Zeit, tut mir leid, so viel zu tun und so, stimmt meistens nicht. So wie jetzt gerade. Wo ist er denn jetzt? Der sollte doch hinter euch hören. Er ist, Budi ist krank. Ach, der ist krank? So wie. Wusste ich gar nicht. Schade, ne? Eigentlich sollte Budi hier sitzen, glaube ich. Aber da wusste Hauke noch nicht mal, dass Budi krank war. Und dann sollte Hauke sitzen und ist Hauke auch nach Hause gefahren heute. Hat dann gesagt, nö, dann bin ich jetzt auch einfach mal. Nein. Und gleich hau ich auch noch ab. Ne? Ich hau gleich auch noch ab. Genau. Aber dann kriegen wir das hier hin. Ich gehe gleich zum Sport. Von Kartenholz. Was machst du für einen Sport hier? Squash gehe ich gleich. Durchgang zu den Stellen. Okay, da mal durch. Wollen wir durchgehen? Mir gefällt das Boot nicht. Ja, bau doch ein eigenes Boot, wenn dir das Boot nicht gefällt. Haben wir diese Gewinner? Die wissen es alle besser, aber ne? Das Boot ist doch ganz geil, guck doch mal. Ist doch ein Wikingerboot, oder? Ja. So ein Anglerboot. Die Segel ist ein bisschen dick. Ja, das geht leider nicht anders. Ah, das hat schon irgendwo. Das ist Tiefgang. Schon schön. Oh. Fahr mal rum. Soll ich rumfahren? Soll ich mit dem Boot rumfahren? Ja, man, kann er nicht rumfahren damit. Es gibt Boote, oder? Ist es hier auf Englisch? Ja. Wie, was diese jetzt Maus los? Hier. Ach so, okay. Mhm. Aber wenn man das jetzt in das Boot reinmachen würde, dieses Boot, könnte dann das ganze Ding fahren? Nein, nee, das geht leider nicht. Es gibt aber Plugins, die du auf dem Multiplayer-Server machen kannst und dann kannst du wirklich Autos machen und Boote und Flugzeuge und Hubschrauber und so. Dann kannst du dann richtig rumfliegen. Ach, geil. Also können wir ein bisschen. Was ist denn das Geilste, was du jemals gebaut hast? Das Geilste, was ich jemals gebaut habe? Ja. Ein riesiges Viereck. Wirklich? Ich kann echt, also... So wie bei diesem Peter Molyneux-Spiel, oder was? Genau, man im Kopf sieht alles so super gut aus, aber wenn man das dann versucht umzusetzen, ist glaube ich wie beim Malen manchmal. Entweder man kann es oder man kann es nicht. Oder man kann es halt lernen oder so. Boah, der ist einfach... Ja, wir haben eben gerade Almost Playly aufgenommen für nächste Woche. Kann ich auch, das hat auch mit Malen zu tun. Ja, und mit Aurel Merz. Ja. Und das war auch zum Teil erschreckend, was wir da gemalt haben. Aber das ist dann nächste Woche erst, nächsten Dienstag. War so schlimm. Ein bisschen schon. Aber ein kleiner Teaser. Gut gemacht, ja, gut eingestreut. Ja, gut. Ja, das ist jetzt also, da wird heute gebaut hier, oder was? Genau, da bleiben wir die ganze Zeit und gucken. Was ist das denn? Schornstein. Komm, wollen wir die Leute ärgern? Guck mal, da baut jemand noch ein Schiff. So, hier wird nicht gespielt, hier wird gebaut. Bleib stehen hier. Oh. Jesus! Danke. Er läuft einfach über Wasser. Auf jeden Fall nimmst du langsam Gestalt an. Guck mal, die baut auch noch ein Haus? Nee. Ein Hausboot wäre auch was, aber das hatten die auch noch nicht, ne?
Was sagt denn der Chat? Hat er irgendwie was Cooles? Gino soll einfach mal. Was mit Gino? Irgendwas soll Gino machen. Schon wieder Montagsmaler? Nein, kein Montagsmaler. Es war ein anderes Spiel. Habe ich mitgebracht von zu Hause. Und da muss man dann Sachen. So was wie Tabu nur mit malen oder wie? Nee, noch ein bisschen geiler. Okay. Ah, doch, so ein bisschen, so wie, doch, bisschen wie Tabu nur mit malen. Aber in anders. Gucken wir mal. Gucken wir morgen. Nächste Woche Dienstag uns das mal an. Würde ich sagen. Bin ich sehr gespannt. Wird sehr gut. War sehr witzig, wirklich. Ich hab's nur gehört. Heute Abend nicht so witzig, aber nächste Woche sehr witzig. Nee, letzte Woche war. Ich habe euch nur alle sehr doll lachen gehört, als ich mal die Toilette besucht hatte. Ich dachte, er lacht hier. Ist alles schön. Das war der Moderator von Tele5, der heute auch bei Moin dann. Genau, ja. Ich kannte den gar nicht, ehrlich gesagt. Nee? Nee. Ich hab das irgendwo mal nachts so gesehen im Halbschlaf, dass da mal eine Late-Night-Show funktioniert auf Tele5. Aber. Ich hab die auch noch nie gesehen, muss ich sagen. Ich kenne ihn nur von hier. Man weiß es nicht. Hier wird auch schon kräftig irgendwas gebastelt. Es sieht noch besser aus als Haukes Garage. Im Moment schon, ne? Da ist wenigstens Beleuchtung drin. Was kann man denn mal hier reinstecken? Hier Bücherregale. Hast du irgendwie Ideen, wie man es hier schöner machen kann? Ja, aber so. Ja, mach doch mal schön. Holzboden, oder? Holzboden wäre auch was, schön. Was hast du denn so für Lieblingsfarben? Was sind denn das für. Machen wir so Blumen da rein. Mach schon Boden dahin. Mach mal Blumen dahin. Blumen? Da waren noch Blumen, oder nicht? Waren das nicht Blumen dahin? Ja, doch, da brauchen wir. Wo hast du die Blumen gesehen? Dieses Blumenfeld? Nee? Nee. Blumen gibt's hier. Ach doch, da oben da. Da. Welche hast du denn? Nee, nee, die meinte ich gar nicht. Egal. Die können wir in einen Blumentopf setzen. Oh ja. Die anderen Blumen, die, da musst du dann Erde auf den Boden setzen. Ah, das nee, so das schön. Sieht ja doof aus. Wir können auch Pilze in einen Blumentopf setzen, einfach hinstellen. So. Was ist das? Allium? Ja, das ist meine Lieblingsblume, Allium. Ja, ne? So, die kommt dahin. Und. Achso, du machst, kannst jetzt einfach. Hä, wieso machst du die erst da unten hin? Ach, das ist hier mein Inventar, so gesehen. Ah, okay. Hier kann man die Sachen rausholen. Das ist in diesem Modus. Ne? Sonst muss man stundenlang irgendwelche Sachen dann abbauen. Hast du nicht gesehen. Ist natürlich jetzt gerade nicht so spannend, wenn ich hier durch die Dinger gucke. Aber irgendwo bei Dekoration haben wir auch einen netten Blumentopf. Da. Okay. So. Und wie man das in Minecraft macht, geht das hier nicht. So, wir brauchen noch eine. Das Ben, hin? Ja. Hä, gibt's das hier nicht mehr? Wir müssen also das so hier zusammen craften. Mach doch mal so geile Planeten mit so Pixel-Grafik. Nee, ist geklaut. Alter. Darf ich mir nicht machen. Das hat sich. Nee, sagen wir lieber nichts. Nein, nein. Das haben wir noch ausgepeitscht. Ich suche hier gerade die ganzen den Kram. Ach hier, das sind, was ist das da? Das waren so Schienen oder was? Ja, du kannst doch richtig hier, wenn du unten in der Mine bist, kannst du Schienen bauen und dann alles. Dann holen die Erze da raus mit so Trichtern drin und sowas. Das ist alles total abgefahren. Aber ich will das hier. Crafting Table. Ah, okay. Ja, ich will immer Workbench schreiben, warum auch immer. Ich weiß nicht, welches Spiel das war. So. So, dann kannst du hier nämlich craften. Und ich weiß nicht, ob das geht, aber ich glaube schon. Nö, geht nicht. Hä, was kam da raus? Wie geht denn das? Muss man eine Erde noch reinmachen? Wahrscheinlich, ne? Frag mal den Chat. Ich habe noch nie eine Blume da reingepackt. Ich habe schon alles Mögliche gemacht. Das ist schon ein bisschen peinlich, ne? Bisschen peinlich, ja. So, Dekoration ist nicht so deins, oder was? Nee, Dekoration ist nicht so meins. Das geht doch. Geht das echt nicht? Dann haben die es rausgenommen. Gestern ging es noch. Auf jeden Fall können wir die Blumen jetzt einfach. Komm, wir packen die einfach jetzt da so hin. Ja, leg die einfach alle rein. So, komm hier. Haha, schön sein. So. Der wird sich ärgern, dass wir seinen komischen Tempel da kaputt machen. Wer baut denn das? Karten. Ein Topf platzieren, dann Pflanze rein. Ach ja, genau so war das. Ich hab schon wieder zu doll gedacht. Man muss gar nicht craften. Jetzt habe ich einen Topf verloren, oder? Da so. Guck, was ich gar nicht dran gedacht habe, man kann ihn auch hinsetzen. Ah, so, da ist schon Erde drin. So. Das ist schön. Sieht gleich viel gemütlicher aus, ne? Der Denk Hafen dran, voll, also. Vom Meer nicht so leicht einsehbar sein. Okay, ja, das ist ein geheimer Hafen. Genau, oder? Das ist ja so eine kleine Bucht und da sollte man natürlich nicht reingucken können. Guck, hier wird schon richtiger. Ja, dann wie, ist der wie Turm krass hier, dass es so bedacht wird hier. Da ist der Leuchtturm natürlich falsch da. Und wer wirft denn mit Schneebällen? Eins und eins. Das ist dieser Internet.
Finden wir den gut oder was? Ist das, sollen wir Werbung dafür machen oder? Weiß ich nicht. Ist das Marcel Davies, der hier mit Schneebällen wirft? Da können die uns per Handys sponsern, oder? So, den geben wir gar keine Beachtung, schenken wir überhaupt nicht. Nee, Marcel Davies, so nach Hause gehen, ne? Hier. Keine Leute, mal Kundenbetreuung werden. Machen. Und wenn ist das der, der vom Hubschrauber rausspringt und dann in deinen Garten landet, dir das Handy überreicht? Wahrscheinlich ist er das. Geiler Typ. Muss nicht. Gut. So, wo haben wir denn die Schiffe? Eins. Anscheinend kann keiner Schiffe bauen, weil das andere sieht noch besser aus. Das sieht aus wie so ein Tretboot. Ja, wie so ein Schwanboot auf der Alster. Also das ist echt... Wie kann man es beschreiben? Da fehlt einfach so eine Blume vorne dran. Die aber auch jeder Marcel Davies kennt, ne? Also... Ja, das ist ja auch gut viral durchgegangen, ne? Der Typ. Ein Kumpel von mir hat mal mit einem zusammengearbeitet und der Typ, dieser Marcel Davies, macht wirklich, ist wirklich ja. Der Typ für Kundenzufriedenheit. Man denkt ja immer, der Job wäre wirklich ausgedacht, aber das ist wirklich sein Job. Völlig bekloppt. Guck mal, der will ein richtig schönes Boot bauen. Ja, so ein bisschen dick, ne? Der kann ja Bus bauen. Komm, Bus bauen. Guck mal, jetzt gibt es richtig viele Boote hier. Aber das Boot natürlich... das hat schon einen anderen Ansatz. Ist auf jeden Fall geil, aber vielleicht zu einsehbar vom Wasser. Guck mal. Man kann schon... Etwas, ne? Reingucken. Der baut auch noch ein Boot da genau nebenan. Eieiei, da wird der Chef aber böse nachher. Wer hier ist denn der Chef? Wer hat denn da rumgemeckert vorhin? Denk dran, da oben war es doch gerade. Den Rugeln Fackeln spawnen. Ja, aber sieht man das von hier draußen, den Turm nicht? Also wenn das Turm hier ein bisschen auch, ja. Versteckt sein soll. Ist natürlich gefährlich, wenn dann Gegner kommen. Da komme ich nie weiter, du. Da ist Schluss belustig. Ja, aber trotzdem, es wird langsam, ne? Ich würde euch ja gerne helfen. Wir können ja mal hier gucken. Eine Farm können wir. Wir können ein bisschen Tiere paaren. Guck mal, das ist ein Schachbrett da unten. Guck, wir noch 3 Minuten. 3 Minuten bis zur Werbung? Das schaffen wir noch, dass wir irgendwas kreuzen miteinander und da was sehr Hübsches rauskommt. Wie? Ach so, Tiere kann man kreuzen? Ja, die kann man füttern und dann kriegen sie so... Oh Mann, ich weiß ja gar nichts. Pass auf. Du kannst jetzt ein Schwein und dann so ein... Ja. Mit einem Pferd kreuzen, oder was? Nee, das wird, glaube ich, nichts. Aber wir können Schwein... Warum nicht? Das klappt auch im echten Leben. Ich spreche aus Erfahrung. Ich komme vom... Ich habe nur gesehen Elefanten mit Schwein. Aber auch nur mit sehr viel Biereinfluss. Ach, man muss denen dann Bier geben, oder was? Nee, oder im echten Leben, meinst du? Im echten. Also bei South Park war das, glaube ich. Ach stimmt, das war bei South Park. Ringebauchschweine. Hängebauchschweine. Guck mal, hier haben wir Hängebauch-Elefanten. Welche Farbe hättest du gerne? Hä? Weiß ich nicht mehr. Für den Stall? Ach so, Birke. Wie Birke ist das hier? Das helle, ne? So. Ihr könnt es natürlich noch wegmachen. Ich, ne? Nix. So, hier kommt muss der Stall. Muss man so einen Stall hinbauen immer, oder? Na, jetzt laufen die weg, die Schweine. Dann noch hier so ein Gitter, andersfarbig. Der heißt Reni Ingame. Das ist jetzt schon das Schönste, was du jemals gebaut hast, glaube ich. Ich habe schon Wände gebaut. Ich kann gut Terraforming machen. Es gibt so ein Plugin, das heißt Voxel Sniper. Und da hast du dann Brushes und sowas. Und dann kann man richtig geil Terraforming machen. So Berge und Schluchten und sowas. Das ja, dann jetzt ich. Kreuz mal jemanden. Ich muss nämlich gleich leider los. Ich möchte jetzt nur, dass das fliegende... Fliegende Hängebauch. Ich weiß nicht, ob das geht, ich hoffe. Fliegende Hängebauchschnecke sehen. So ein Schwein mit. Mit einem Pferd. Wo sind denn die Pferde? Mit einem Hase? Hier mit einem Pferd. Schwein? Pferd. Und jetzt? Jetzt müssen wir denen eine Karotte geben. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wie heißt das hier denn? Karotte mit C vielleicht geschrieben? Das stimmt. Los, Schwein. Pferd? Nee. Die wollen nicht? Oder was? Die wollen nicht. Ah, schade. Dann nehmen wir noch eine Spinne. Die frisst, glaube ich, auch nicht, oder? Komm, wir können geht hier... das? Nee, die Spinne ist aggressiv. Ich beiß alles dann. Ich weiß nicht, vielleicht kann man die auch gar nicht füttern hier. Leider. Nee, es wird, glaube ich, nichts. Und wenn du uns beiden... Ich habe eben tatsächlich Karotten gekauft. Wenn wir uns beiden jetzt jeweils eine Karotte geben, dann meinst du, würde auch Magic passieren? Ich glaube, bei uns nicht. Das passt, glaube ich. Na gut, dann gehe ich jetzt. Aber dennoch, wir haben es versucht. Ja, machst du es jetzt alleine weiter oder kommt jetzt noch jemand anders? Nee, ich weiß nicht, wer Lust hat, kann gerne sich noch die zusetzen.
Den kann ich ein bisschen vielleicht finde ich da jemanden unten. Kannst du machen, ja. Sophia sonst, oder so. Mal gucken, vielleicht geht das dann mit dem Teamspeak, dass man mit den Leuten ein bisschen schnackt. Ich das geht nur nicht mit Mods, leider. Sagte jemand im Chat. Das waren andere Viecher zusammen? Ja. Jetzt misshandelt er das Pferd hier. Ich flieg mal ein bisschen weg. Es ist traurig. Oh nein, er ist gestorben. Traurig, 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 ja. Ja, Geni, danke für deinen kurzen, kurzen Einblick hier in die Welt. Ja, tut mir leid, wenn es nicht Squash wäre und andere Leute abhängig wären davon, dass ich da ankomme, würde ich auch mit noch weiter spielen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn Hauke nochmal krank ist und alles schräg reißt, bin ich auch gerne nochmal dabei. So, jetzt Werbung. Und vielleicht noch gleich mit jemand anders. Tschüss. Abklatschen. Ach so.